Er ist der längste Laubengang, den wir in Europa noch haben. Das ist Euro, Zahn, das ist über 400 Meter. Dass Deutschland und Europa weltgreifen werden. Alexander von Humboldt wäre gerne auch einmal nach China gereist, aber er ist nur bis zur russisch-chinesischen Grenze gekommen. Von 1792 bis 1797 war er nach seiner Ausbildung zum Bergbauingenieur an der Bergbauakademie in Freiberg, Sachsen, hier in Oberfranken unter Goldkronach verantwortlich für den Bergbau in den gesamten beiden preußischen Fürstentümern Bayreuth und Ansbach. Und alles, was in seinem Wesen genial angelegt war, hat er bereits in jungen Jahren von 22 bis knapp 27 Jahre hier in Goldkronach angefangen zu entfalten. The United States is a country of a statesman. China is a country who wants to change that statesman. And therefore, there will be bound conflict of interest. And I said, no, you're not going to be a statable country. You've got to change. You've got to adjust and adapt to the change of the time. You work out a very fine answer. Actually, it's not my own answer. It is the answer of an American president who once was asked, are you sure you are the best man in the room? He said, no, but I make sure the best men and women are. And that's very important. We bring together people who most probably wouldn't have met tonight. And that's why I'm very happy, grateful again to you, Hartmut, that we can meet today. And now, it is my pleasure to ask General Lohr to give us your statement. Wie vorher erwähnt, habe ich natürlich einen besonderen Bezug zu China und der besondere Bezug ist der General Ma, der stellvertretende Generalstabschef der Volksrepublik, der ein guter Freund von mir ist, den ich über 5 Jahre schon kenne, bei Besuchen in Deutschland, bei Besuchen in China. Und wir sind mittlerweile fast immer einer Meinung. Und ich war eben nicht nur in China als aktiver Soldat, sondern jetzt auch als pensionierter General, war ich in diesem Sommer das letzte Mal in China auf Einladung von General Ma. Und ich habe dort intensiv die Chance gehabt, neben natürlich touristischen Ereignissen auch intensive Diskussionen zu führen an ihrer National Defense University, aber auch, und das war neu und sehr interessant für mich, an ihrer Akademie für Politkommissare. Seit nunmehr 10 Jahren stehen wir in Afghanistan, um den Wiederaufbau zu ermöglichen und damit Stabilität in der Region zu schaffen. Ich sage das bewusst, um zu verdeutlichen, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren eine epochale Entwicklung durchgemacht hat. Und auch China hat sich innen- und außenpolitisch verändert, zugegebenermaßen allerdings aus etwas anderen Beweggründen. We basically can't foresee and we deal with side effects. And this is, for instance, if you look at the pirates in Somalia, yeah? We're extremely proactive. Forgetting that actually to fight pirates, I mean, the military part is a small part. It's more about, you know, reconstructing statehood, and it's about, you know, failed states and why people turn into pirates. So, and this is something which I think will not go away, which will cause, it's the same with fighting international terrorism, which will cause a lot of unintended side effects we have to deal with, I mean, both sides, the international community. So I think in that respect, 21st century is extremely
risky, not because of the risks, but because that we are forced, because we want to protect our populations, to be extremely proactive, not exactly knowing all parameters we have to take into account before we take action. And this entails a huge risk. And I mean, I'm not an economist, but sometimes if I look at how Europe handles the financial crisis, it's exactly the same. You we know that we need to act right now on the spot. I think today they're meeting somewhere in Brussels. But we don't know exactly, how policies will develop. So we act, and basically tomorrow we will see the result, and sometimes it produces side effects, which worsens the situation. And I see the same trend in security policy, which I consider as extremely problematic for the 21st century. So this was with regard to security policy as statement. Zu Beginn sehr, sehr herzlich für Ihre sehr freundlichen Worte gegenüber meinem Vater Franz Josef Strauß bedanken, der 1975 zum ersten Mal China besucht hat. 75年的时候是第一次对中国进行访问. Und dafür von Seiten der deutschen Bundesregierung, Russland, USA und einiger anderer NATO-Partner heftig kritisiert wurde. Er hatte damals aber einen Gedanken, den Sie heute ebenfalls ansprechen und der heute sozusagen zur Wahrheit geworden ist in der heutigen Zeit, nämlich seine Ansicht, dass wir uns in Zukunft in einer multipolaren Welt bewegen. Das ist für einen außerordentlich wichtigen Schritt, weil die internationalen Finanzmärkte derzeit das Problem haben, dass sie kein Interesse mehr an Wertschöpfung, sondern ausschließlich nur noch an Geld haben.